Wir wollen darüber sprechen. Zugeschaltet ist jetzt der Schriftsteller Wladimir Kaminer. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Erzählband Russendisco mit einer Millionenauflage. Herr Kaminer, ich grüße Sie. Herr Simon, ich grüße Sie auch. Sie sind 1967 in Moskau geboren worden. Was empfinden Sie, wenn Sie die aktuellen Bilder aus der Ukraine sehen? Im Grunde schießen da ja Menschen aufeinander, die noch vor gut 30, 32 Jahren in einem Staat friedlich zusammengelebt haben. Ich empfinde das Geschehen jetzt als mein persönliches Versagen. Jahrelang habe ich versucht, den Deutschen und den Europäern zu erklären, dass meine Landsleute in ihrer russischen Seele genauso freiheitliebende, friedliche Menschen sind, eigentlich Europäer sind. Und jetzt haben wir einen Bruderkrieg angezettelt von dem russischen Präsidenten mitten in Europa, ein Krieg, der unsere alle Leben gefährdet. Sie haben doch bestimmt auch noch Kontakte nach Russland. Stehen denn die Russen in dieser Kriegsfrage wirklich geschlossen hinter Wladimir Putin? Oder sagt ein Teil der Bevölkerung, das geht jetzt eindeutig zu weit? Die Russen wurden seit 8 Jahren einem solchen Propaganda unterworfen, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was draußen passiert. Ich habe mit meiner Schwiegermutter gesprochen, die im Kaukasus lebt. Sie sagt, über den Krieg wird dort überhaupt nichts berichtet. Nichts. Zero. Da wird von einer kleinen militärischen Operation erzählt, die zur Entnazifizierung des Nachbarlandes dienen soll. Und jede Stunde haben sie gestern auf allen Kanälen die kleine Putins-Rede immer wieder wiederholt, wo er eben der Bevölkerung das Gleiche erzählt. Haben die Menschen in Russland? Ich glaube, die meisten Landsleute von mir wissen überhaupt nicht, was da los ist. Das heißt, Zugang zu unabhängigen Medien gibt es da gar nicht mehr? In Russland ist seit dem ersten Tag des Krieges die sogenannte Kriegszensur eingeführt worden. Alle Informationen, die nicht von dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation abstammen, sind zu unterbinden. Sie schreiben ja unter anderem eben über die russische Seele. Können Sie sich denn einen Reim auf die Gemütslage von Herrn Putin machen? Warum zettelt dieser Mann einen Krieg an? Hat er das wirklich nötig? Herr Putin baut sich sein Traumland zusammen, so wie er sich das gerne vorstellt. Der Mann lebt in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts und er will in die Geschichte eingehen als der Sammler der urrussischen Territorien. Ja, so etwas passiert mit dem politischen Personal, wenn dieses Personal sich an der Macht klammert und nicht und Wahlen manipuliert und nicht so auszuwechseln ist. Hätten Sie das denn russische vor Volk ist ja der Geisel diese Situation. Also das Volk kann überhaupt keinen Einfluss auf seine Regierung ausüben. Nachher ist man ja bekanntlich immer schlauer, aber hätten Sie noch vor wenigen Tagen mit einer solchen Eskalation gerechnet? Nein, die Eskalation hat mich sehr überrascht. Heute aber, wo wir schon ein paar Tage Krieg hinter uns haben, merke ich, dass diese Operation ganz sicher von langer Hand geplant wurde. Diese komische Unannehmlichkeiten, die dann auch bei den Verhandlungen mit den führenden Kräften des Westens stattfanden, jetzt reimt sich das alles auf einmal zusammen. Also das war eine Geheimoperation, weil Putin sich noch immer als Geheimdienstler, ja, als eine Art sowjetische James Bond sieht und sich wahrscheinlich freut, wie gut er die Partner und die Kollegen
dann um die Nase, an der Nase herumgeführt hat. Vielen Dank, Wladimir Kaminer, für diese Einschätzung der russischen Seele. Dankeschön.